Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Machen wir weiter. Eine Sache davor, ich habe was Cooles gefunden hier drin, wo ich gestoppt habe. Hier Agentenakte. Einmal nur so typisch, was wir letztens kennen. Auch andere Funktionen, aber was cool ist, man kann ein bisschen spoilern. Ist schon mal gut zu wissen. Man kann nämlich sehen, welche Waffen es im ganzen Spiel gibt. Und anscheinend gibt es endlich wieder mal, so wie in Crysis 1, aber sogar auch neue Alien-Waffen. Und dazu noch neue Waffen allgemein, wie zum Beispiel so eine Typhon. Dann haben wir verschiedene typische wie damals. Es ist endlich wieder die AK wieder da. Richtig geil. Die würde ich gerne ausprobieren. Genauso wenig haben wir jetzt auch nicht mehr Prototyp, sondern heißt sie Mike. Oder M-I-K-E. Dann haben wir auch noch hier, wo ist das andere? AGW. Das ist auch irgendwie neu. Vielleicht einfach nur ein dickeres Geschütz oder mit Sprengstoff, je nachdem. Das ist schon mal cool zu wissen. Und hier ist natürlich weiteres, was man finden kann. Genau. Das kann man irgendwann zeigen, wenn man dazu Lust hat. Ansonsten wieder rein hier. Gut, was können wir hier machen? Vorbeischleichen ist eigentlich am besten. Wir müssen nicht fighten. Kann ich hier durch? Verdammte Scheiße! Wir brauchen mehr Leute! Nach uns kommt nichts mehr! Wenn er an uns vorbeikommt, ist er im Turm! Oh, die Synchro-Stimme kennt man aus Filmen. Ja, das sowieso. Ja, ja. Und dann, wenn es hart auf hart kommt, dann weißt du es. Ah, ich kann nicht durch. Schade. Okay, abusen können wir das nicht. Ah, die Lichter, Junge. Die Lichter machen alles kaputt. Genau, so ist leiser. Irgendwas Neues? Nee. Nichts Neues. Also. Weiter. Können wir hier einen kurzen Weg wählen? Ich muss mal kurz gucken. Nanosicht. Nanovision aktiviert. Ah, nee, wir müssen durch die Mitte. Also ist doch besser von außen und dann dadurch. Na gut. Das geht auch. Da ist kein Ausgang, oder? Oder Umweg? Nee. So. Okay, versuchen wir vielleicht mal Energie zu sparen mit Crouchen. What the fuck ist das denn? Kurz mal angucken. Gelee-Bart oder was? Aber es ist ziemlich heiß, wie man sieht. Oh, das ist nicht gut. Oh, das ist nicht gut. Fuck. Natürlich spawnen die mich. Nee, doch nicht. Glück gehabt. Er ist ziemlich schwer, komplett leise zu schleichen. Da müsste man wirklich jeden manuell killen. Weil solange man ihn abschießt, sofort wissen die Bescheid. Ist ein bisschen heavy. Oh no. Oh, schöner Schuss. Das habe ich nicht erwartet. Respekt, Respekt. Okay, ja, dann holen wir jetzt euch. Die K-Volt ist echt ein bisschen Counter, ey. Energie klauen. Nein. Junge! Wo ist Bravo? Ah, da hinten. Die ballern schon. Vier Männer. Du kleiner Bastard. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, Zeit für eine richtige Waffe. So, machen wir mal ein bisschen Action hier. Wird auch mal dafür Zeit. Genau, schlag die Scheißwaffe. Na komm her, komm her. Oh, der Einzeltap ist immer noch broken.
Wenn er so häufig mit der höheren FPS-Anzahl schneller Einzeltipps, weil es so schnell resettet wiederum, kannst du dann sogar mehr Damage anstellen, ohne viel Rückschuss zu haben, wenn die Waffe mitmacht. Okay, K-Volt ist nicht schlecht. Schöner Counter, ging alles. So, haben wir jetzt volle Munition? Nein. Wo ist der eine? Der ist daneben geflogen, ne? Oh mein Gott, wie komme ich da hin? Ah, ich weiß wie. Müsste eigentlich klappen. 3, 2, 1. Ja, easy. Boah, jetzt noch ein Upgrade in den Anzug, dass er die magnetisch zurückziehen kann mit seiner Hand. Das wäre aber schon Marvel-Shit-mäßig. Warte, war da eine Hammer? Ich würde gerne die Pistole wieder haben, die war so gut, ey. Da ist die Shotgun. Brauche ich nicht. Warnung, Warnung, Pfeile. Ja, lass ihn mal kurz mal durch. 1, 2, 3. Oh, links, rechts, Punch. So, eins, was ich nicht betrachtet habe, ist nämlich... Was ist das hier? Okay. Jetzt habe ich alles gesehen. Kommentiert habe ich nicht, ich musste trinken. Meine Stimme gibt den Geist auf. Aber sowas waren. Junge. Dieses eklige Kratzen, wenn man dann gefühlt Voice Crack bekommt, das ist das Widerlichste. Psycho, ich bin durch. Ja, verstanden. Wir treffen uns am Aufzug des Turms. Komm raus, na komm schon. Was ist hier los? Weiß ich auch nicht. Ich sehe mich um. Ja, mach mal. Oh. Alter, dein Körperschuss reicht auch aus? Oh. Okay, was ist jetzt los? Oh, Herrna. Zell aktiviert Geschütze. Du kannst sie hacken. Und ich bin wieder der Arsch. Sichtfeld blockiert. Okay, Geduld, Geduld, Geduld. Es braucht Sichtfeld. Man braucht immer Sichtfeld, um zu hacken. Nice, okay. Das müssen wir mitnehmen. Nichts Besonderes wieder mal, okay. Wir müssen da lang. Sehr schön. Okay, let's go, let's go, let's go. Stimmt, wir haben meinen Köcher vergessen. Egal. Du hast neuerdings Leute. Du kennst mich. Ich war schon immer ein Teamplayer. Genau. Ich gehe nirgends hin, bis du mir ein paar Antworten gibst. Ja, ich erinnere mich. Nice, das war cool, so dieses Info hat. Die meisten sind Schuldsklaven. Cell gehört unsere Energie. Alles. Kannst du deine Rechnung nicht bezahlen, musst du sie abarbeiten. Oh. Was natürlich nicht geht. Toll, was? Es ist ein Teufelskreis, aus dem es keinen drinnen gibt. Man hat keine Wahl. Es sei denn, man kämpft. Das erinnert mich schon ein bisschen an, Ich zeig dir, was Cell getrieben hat, während du geschlafen hast. Vielleicht verstehst du es dann. Alter, was hier? Fuck. Dann zeig mal her. Willkommen in New York. Version 2.0. Ach du Scheiße, die will ich nicht. Zurück, zurück, zurück. Zu viele Bugs. Was haben Sie getan? Die Stadt hat eine Energiesignatur. Warum das? Cell
Sie kanalisieren Energie aus Alien-Technologie. Versorgen ihr globales Energienetz über eine einzige Seth-Maschine in diesem Dom. So einfach kann es nicht sein. Ist es aber, Mann. Keine Energie, kein Cell. Ganz einfach. Okay. Nein, der Alpha-Seth hat mir eine Vision gezeigt. Das hatten wir alles schon. Es muss irgendeine Verbindung geben. Prophet, die Aliens sind Geschichte. Du hast sie selbst erledigt, bis auf ein paar wenige. Nein, da steckt mehr dahinter. Wir müssen nur etwas finden. Irgendwo hier, eine Spur. Hör zu, während du irgendein Super-Alien gejagt hast, das es nicht mal gibt, hat Cell die Welt unterjocht. Wir brauchen dich im Hier und Jetzt, Boss. Du musst uns helfen, Cell aufzuhalten. Hier läuft mehr als eure Revolution. Ich habe es gesehen. Cell spielt mit Mächten, die sie nicht mal im Ansatz verstehen. Egal, was sie tun, sie werden die Erde damit zerstören. Wir müssen ihnen das Handwerk legen. Genau das müssen wir. Also los jetzt. Holy shit, da ist ein bisschen ummüllt, oder was? Also nicht richtig, aber ich vermute mal ein bisschen mehr als vorher. Meistere Post-Human. Okay, das war die erste Mission. Die war auch ordentlich lang, ey. Holy shit. Hardware ist intakt. Initialisiere Endgeschwindigkeit. Verstanden, Romeo 1. Sie haben es geschafft. Willkommen in der Hölle. Der Liberty Dome soll eine Seth-Bedrohung isolieren. Sie sind also im Vorteil. Cell ergreift bereits erste Gegenmaßnahmen. Sie haben ungefähr 30 Minuten Zeit. Der markierte Bereich ist noch sicher. Nur minimale Bodenaktivitäten von Cell, aber die Türme sind immer noch funktionsfähig. Seien Sie vorsichtig und bringen Sie die Hardware nach Hause, Romeo 1. Die Hardware? Okay, jetzt bin ich mal gespannt, wo wir landen. Ja, und? Das ist Claire, New Yorks Regionalkommandantin. Sie ist zwar keine Soldatin, aber sie macht einen verdammt guten Job. Seit wann respektierst du denn Vorgesetzte? Tja, weißt du, das hier ist was anderes. Ach, Scheiße. Ich muss dir versprechen, keinem was zu sagen. Naja, technisch gesehen habe ich mein Wort ja gehalten, oder? Okay. Oh. Nanosuit-Upgrade. Nur einmal verwendbar. Da, fuck. System gestört. Seh dir das an. Direkt aus den Skin-Laboren. Experimentelle Nanotech. Drücke H. Ach du Scheiße, was ist das denn? What? Ich kann 4 Stück nur nehmen oder was? Oder? Nee. 4 Einser? Wow, ich muss kurz mal überlegen. Verfügbare Freischaltungen 4. Ach so. Heilige Mutter. Okay, warte mal, lass mich kurz überlegen. Was macht das denn hier? Schnellere Tarnung, generresistent, feindliche Spuren markieren. Maximum, Erhöhung auf um 70%. Bedingungen bleiben in der Nähe von Gegnern 100 Sekunden dann getarnt. Achso, es gibt sogar Herausforderungen. Holy shit, okay, jetzt müssen wir nur noch Punkte finden. Okay, das war ganz sehr viel Input. Ich hoffe, das ist es wert. Holy shit. Ne, warte mal, da unten links stehen 4. Ja, man kann doch nur einen wählen. Och man. Was ist Radarzoom? Zeig mal kurz her. Ups. Ah, noch mehr meinst du? Oh, okay, jetzt ist es echt schwer. Man muss den Spielstil finden. Schnellere Tarnung. Wie schnell ist das? Not bad. Erhöht auf 75%. Nehmen wir erstmal das hier mit. Mal gucken, wie das sein wird. Genau.
Das ist, glaube ich, die leichteste Aufgabe mit Markieren. Last of Us-mäßig. Der Liberty Dome. Eine riesige, verschwitzte Achse. Willkommen im Dschungel. Das merkst du in diesem Anzug zwar nicht, aber hier drin ist es wärmer als in einer Sauna. Das ist scheiße. Nicht angenehm. Hat sich viel geändert. So hat alles angefangen. Nice. Die Leute haben von Cell billige Energie gekriegt. Cell hat die Energie umsonst bereitgestellt. Da konnte niemand mithalten. Wenig später hatten sie ein Monopol. Dann haben sie die Preise erhöht. Und als die Leute dann hoch verschuldet waren, hat Cell sie in die Freiwilligenlager getrieben. Ha, okay. Der Sklaventreiber. Überprüfe Sektor 1, Minenfeld. Cell benutzt intelligente Munition. Die explodiert nur bei Feinden. Wie uns. Greif mit deinem Anzug auf die Minen zu. Schalt okay. sie ab. Lass mich kurz hacken. Warte mal. Wo ist die Vision? Da. Oh, schwer. Das müsste reichen. Komm okay. schon. Ich hoffe auch. Ja, sind grün. Haben uns erkannt. Boah, sogar weggestoßen. Ist jetzt auch sozusagen Schutz für uns, ne? Wenn ihr uns von hinten jetzt angreifen würde. Oh. Aha. Was ist los? Nichts. Nur eine Überspannung. Geht schon wieder. Crazy. Was passiert mit dem Anzug? Kätzchen. Brauchst du Hilfe? Arschloch. Oh, einmal reindrücken. Ah, soll ich vorgehen? Okay. Cutscene. Aufpassen. Oh, das meinst du okay? Mehr. Hier ist nichts. Da! Todesmal! Wenn es dich sieht, Todesmal. Bist du erledigt. Zurück! Komm zurück! Was sie Scheiße. Auch gefunden haben. Es ist tot. Ja, anscheinend. Wo ist die Station 34. Straße? Ein paar Klicks. Aber wir müssen erst die Todeszone umgehen. Ah, die Dinger, okay. Nein, Cell kommt näher. Keine Zeit zum Umgehen. Todesradius und Kadenz sind in einem vertretbaren Bereich. Wir können einfach durchgehen. Hört ihr das, ihr Schweine? Ja, ich mach euch alle fertig! Kommt schon! Traut euch! Alter! Bist du verrückt? Die Geschütze machen dich fertig! Ah, verstehst du's langsam? Die haben meinen Nanosuit, Prophet! Ich bin ein Mensch! Ein Mensch? Weißt du, was ich geopfert habe, um die Seth zu stoppen? Wie kriege ich das je zurück? Ja, verschiedene Seiten. Ah, Scheiße. Der eine musste opfern, vielleicht obwohl er nicht wollte, und der andere Wie sieht dein Plan aus? War damit sozusagen komplett. Unterstützung. Ziel erfassen und zerstören. Aufklärung. Du machst den lustigen Teil. Das ist nicht der Psycho, den ich kannte. Die Dinge ändern sich. Okay. Okay. So sieht's aus. Ich gebe die Position durch, sobald ich sie sehe. Wie die hier in Sektor 1 Delta 0.
Das sind potenzielle Lager. Unser Primärziel ist Turm 3 Delta 3. Sobald du die Hardware hast, stellen wir den Bastard kalt. Waffe suchen. Sektor 1 Delta 3. Sieht gut aus. Da. Sektor 1 Delta 0. Sektor 1 Delta 2. Ich hab hier was. Boah, okay. Das war's. Packen wir unsere Sachen und nehmen uns den nächsten Sektor vor. Ja, ich glaube, ich würde sagen, Tarnfeld aktiviert. Yo. Alter, was guckt mich das so an? Instant Aim. Ich geh mal kurz wieder rein. Ja, jetzt muss man echt aufpassen. Man muss echt ein Dach über den Kopf haben. Sonst passiert nämlich sowas hier. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin und dann von da aus nach da lang. Ach du Scheiße. Ich wette, wenn ich nur eine Sekunde wahrscheinlich nicht richtig aufpasse, bin ich tot. Boah, wie komme ich da hin? Ihr sollt euch von dem Turm fernhalten. Ich dachte, das wäre klar. Machen wir kurz Neuladen. Wieso hat er mich erkannt? War ich nicht 100% gedeckt oder was? Oder nur im Sitzen. Okay, so sieht's aus. Ich gebe die Position durch, sobald ich sie sehe. Wie die hier in Sektor 1 Delta 0. Das sind potenzielle Lager. Unser Primärziel ist Turm 3 Delta 3. Sobald du die Hardware hast, stellen wir den Bastard kalt. Sektor 1 Delta 3. Sieht gut aus. Da. Sektor 1 Delta 0. 0, 3. Okay. Sektor 1 Delta 2. Ich hab hier 2. Was. Und das müsste 1 sein. Ja. Das war's. Packen wir unsere Sachen und nehmen uns den nächsten Sektor vor. Tarnfeld aktiviert. Alter, wie komme ich denn hier durch, ohne entdeckt zu werden? Das ist doch crazy. Ist doch verrückt. Okay, pass auf, ja. Tarnfeld aktiviert. Das wäre echt die ganze Zeit crouchen. Scanner Sektor 1, Delta 1. Ich muss mir merken, was das scannt. Das ist ja das Wichtige. 1 war da hinten. 2, 3 und 0, ne? Scheiße, die waren dann. Okay, wir warten kurz ab. Jetzt ist er hier. Okay, warten wir ab. Ich frage mich, ob ich auch ohne rennen könnte. Was ist überhaupt da hinten los? So, das Gras spackt nur ab. Boah, das ist echt schwer. Muss ich jetzt echt die ganze Zeit crouchen, ne? Für die Energie. Hier ist ja keine Deckung. Boah, ist das heavy. Oh no. Oh no. Oder doch? Wie gesagt, das Ziel ist es, komplett ohne gesehen zu werden durchzukommen. Und das versuchen wir mal. Hier ist nichts. Ja, das ist schlecht, ne? Okay, dann müssen wir wieder zurück. Könnt hier zwar auch rüber, kurz mal gucken. Genau, weit entfernt ist es nicht, aber es ist besser, den Weg zu wählen, weil er hintereinander liegt. Okay, schnell rüber. Scanner Sektor 1, Delta 1.
Ich gehe mal kurz hier hin. Und dann gehe ich von hier lieber los. Fucking hell, ey, ist das schwer. Man muss sich halt wirklich Zeit lassen, ne? Da geht's nicht einfach zack, zack. Holy guacamole, ey. Energie kritisch. Okay, ich wünschte, ich könnte saven, ey, aber geht nicht. Oh, hell no. Oh, nein, nein, nein. Scan nicht hier. Jetzt verstehe ich, glaube ich, das eine Upgrade mit dem Scan-Schutz. Wunderschön. Alter, wie schnell? Was scannt er jetzt mehr auf einmal? Ich glaube, da wird nichts sein. Lager ist ein No-Go. Okay, dann halt vorsichtig weiter. War ja klar, es muss ja das letzte sein. Würde keinen Sinn machen, sofort am Anfang einen hinzustellen. Ah, das Psycho. Hä? So random? Oder bin ich ein bisschen zu vorsichtig? Ich habe das Gefühl, ich bin zu sicher irgendwie. Oder ich verstehe den Sinn dahinter gerade nicht. Heilige Mutter. Oder wie typisch bei ihm halt NPC-mäßig. Der wird nicht gespottet. Ah, schön durch. Hier regenerieren. Komm ich da nicht hoch? Dein Ernst? Du Ficker. Gut, dann nochmal regenerieren. Na. So. Boah, Junge. Das war ein bisschen zu viel. Oh, was ist das? Waffen, ja. Wir haben nichts. Sektor 1, Delta 6 priorisieren. Starker Gegner. Okay. Scanne Sektor 1, Delta 1. 151. Gott, ist das schwer. Scanne Sektor 1, Delta 1. Überprüfe Sektor 1, Delta 4. Oh, Stück für Stück, Junge. Stück für Stück. Da hinten ist nichts, ne? Genau, das sollen wir auch nicht mehr hin. Oh, bitte lass hier irgendwo Deckung sein. Wenn nicht, bin ich gleich am Arsch. Stück für Stück. Wir müssen die Energie sparen, sonst sind wir gleich am Arsch. Außer wir kommen zum Zug. Oder zu dem Waggon, eher gesagt. Auf jeden Fall schon mal ein anderes, Location-Feeling als zu dem zweiten Teil. 100%. Was war das denn gerade? Okay. Noch nicht.
Irgendwas stimmt nicht. Mist, Seth-Waffe. Vergiss es, die nützt uns nichts. Sicher? Wait. Langstreckenwaffe, Einzelschuss, Sekundärschuss, Munition, Alien-Energie, können 8 Schuss. Schaden voll. Wow. Ui. Ey, nein, ganz ruhig. Wollte gerade sagen. Junge, ganz ruhig. Das ist so eine Waffe. Okay. Wen soll ich damit? Ah. Scheiße. Wie machst du das? Mann! Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, aber es ist einfach toll! Okay, du hast Cells Aufmerksamkeit. Wir sollten schleunigst verschwinden. Jo. Warnung. Höhenverteidigung. Wo lang? Delta 3 deaktiviert. Alle Eingreiftruppen umgehend in diesem Sektor vor. Gib mir ein Update zu deiner Position. Ich komme zu dir. Roger. Sehr gut. Müsste erledigt sein. Gut. Ganz kurz. Lass da weg. Das nehme ich mit. Solange ich kann, nehme ich das mit, Junge. Und ich kann den Visor benutzen, das konnte man im letzten Teil nicht, Gott sei Dank. Also, Gott sei Dank haben die es hier reingemacht. Ganzlinger 2-1, hier Actual. Nach dem Funkverkehr zu urteilen, ist der Feind noch in der Gegend. Over. Verstanden, wir sind gleich im Zielgebiet. Over. Charlie Team, ihr geht voraus. Die Synchro-Stimme ist echt heavy, die deutsche. Ich versuche gerade zu erinnern, welche Schauspiele das war. Oh, aus irgendeiner Serie oder Film. Diese elektrischen Pfeilspitzen sind ziemlich effektiv. Probier sie mal in dem See dort aus. Ja, komm. Wenn du schon sagst. Gerne. Elektrisch. Gib ihm. Sicherheitsabriegelung. Hm. War nicht so, wie ich es erwartet hatte. Du kleiner Ficker, du, ne? Noch eine! Gefahrenstufe ist jetzt erhöht. Alpha, vorrücken! Umgehe Ziel! Okay, was war's? Scheiß drauf. Wir sind dead. Eieiei, diese MP-Granaten. Sektor ist abgeriegelt. Junge, was habt ihr noch alles mitgebracht? Alter, ich glaube, ich fange bald an hier zu ballern. Deine Tarnung rettet dich auch nicht ab. Ne, so ein Moment mit so einem Spruch. Göttlich. Aufpassen, oh. Prophet. Cell-Verstärkung nähert sich. Ja, langsam ist es ein bisschen heavy. So, Regeneration. Willst du versteckt spielen? Komm raus. Rebellenaktivität. So. Keine Ahnung, was er gerade sagen wollte. Mir aber auch egal. Zubastet ein bisschen. Ein bisschen zubastet. So, die snacken wir uns jetzt von Weitem.
Hallo? Sehe nicht. Manovision aktiviert. Mein Fehler. Sehr starke Waffe. Alter, fliegt der? What the fuck ist los mit ihm, Spider-Man? Warnung. Primäreinheit wurde zerstört. Komm on, komm on, komm doch raus, ich will dich killen. Gut. So, brauchen wir neue Waffen? Ich glaube erstmal nicht. Wir nehmen erstmal nur die ganzen Dinge hier mit. Ein bisschen Muni. Und dann. Wait. Wo ist. Hier ist noch was. Nichts übersehen? Okay. Oh, nehmen wir mit. Schau mal. Geht doch. Zur Zeit gestoßen. Psycho, wo bist du? Achso, das war nur ein Punkt zum Erreichen. Junge. Dieser Effekt immer vom HUD, ey. Dass man das so in Interferenzen ein bisschen hat. Achtung, Cellwaffen werden in deiner Nähe abgesetzt. Oh oh. Sekundäres Cell-Anflugfeuer untersuchen. Wisst ihr was, Leute? Dann ist es ein guter Stopp hier, wenn wir sogar zum ersten Mal einen Sekundärangriff haben. Oder Mission. Das machen wir in der nächsten Folge. Sieht man ja auch hier. Voll cool, kann man kontrollieren. Cool, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, Abo, Kommentar da. Und wie immer, bis zum nächsten Mal.